Herzlich willkommen bei AB Gaming, heute mit zwei erfreulichen Nachrichten. Die erste erfreuliche Nachricht ist, mir geht soweit wieder etwas besser. Das heißt, es wird wieder gestreamt, es werden wieder YouTube-Videos kommen und ihr werdet mich wieder live in Action sehen. Ja, ihr könnt jetzt darüber nachdenken, ob das erfreulich ist oder nicht. Ja. Die zweite erfreuliche Nachricht, und die Freude ist sicher, ist, wir haben vom Blizzard wieder Hearthstone Keys bekommen, nämlich insgesamt 10 an der Zahl. Super geil. Vielen, vielen Dank an Blizzard, dass sie uns da weiter unterstützen und dass wir da weitermachen können mit so Gewinnspielen. Und wir haben uns auch entschlossen, wie wir diese Hearthstone Keys wieder verlosen wollen. Und zwar werden wir 5 hier auf Facebook verlosen. Wie, zeige ich euch gleich. Und nachdem es um Hearthstone geht, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte auch ein bisschen was zu Hearthstone bringen, weil nur ein Video mit, wir haben ein Gewinnspiel und das war's, ist ein bisschen öde. Und ich habe mir gedacht, perfekt, das ist doch der richtige Zeitpunkt, einmal herzuzeigen, wie so eine Deck-Creation funktioniert. Weil diejenigen, die natürlich gewinnen, die werden vielleicht mitunter ein Deck erstellen wollen. Und nachdem ich mich bei der Deck-Creation, also wir gehen vielleicht ganz zu Beginn, ja, das ist da euer Screen dann. Hier geht es dann auf My Collection, sobald ihr da ein paar Sachen erspielt habt. New Deck. Und ich mache es mal leicht, ich nehme den Mage, da kenne ich mich halbwegs aus. Ja? So, ich zeige euch jetzt meine Variante, wie ich immer Decks created habe. Ja? Und zwar bin ich hergegangen und habe alle die Spells eingepackt, die ich unbedingt gerne haben möchte, die mir gefallen. Das wäre mal Arcane Missile. Arcane Missile gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann haben wir den Mana Worm, den ich hier, also eine Kreatur, die ich hier einpacke. Arcane Explosion, um allen Gegnern Schaden zu machen. Freezer lasse ich persönlich aus, weil ich schon andere Karten habe. Ihr werdet es mitunter zu Beginn nehmen. Frostbolt ist recht nett und jetzt ich packe da immer gleich frech 2 ein. So, was nehmen wir noch mit? Cone of Cold, hätte ich gesagt, nehmen wir mit, um die Gegner hier ein bisschen einzufrieren. Ich bin persönlich ein Fan der Eisbarriere, deswegen packe ich die auch mal ein. So, Vaporize ist übrigens auch ein super, super, super Spell hier, ein super Secret. Ja, Fireball ist ein Must-Have, genauso wie Polymorph und genauso wie Blizzard. Und Flamestrike packe ich nur einmal ein, ist eine sehr teure Karte. Die wird nur einmal eingepackt. So, und das sind schon mal die Mage-Spells, ja. Und ich habe mein Deck immer sehr, sehr stark auf Kreaturen aufgebaut, die Spell-Damage, also Zauberschaden haben. Und genau das werden wir hier auch tun. Und da kommen wir auch gleich zu einem altbekannten Freund und Zwetschgengrößter. Nämlich, wo ist er denn, mein kleiner Gefährte? Ned Peggle! Ja? Ned Peggle! Ich habe den Freund ausprobiert nach einem Tipp von, ich glaube, einem Kommentar aus YouTube. Hat gesagt: Ja, nimm doch Ned Peggle, ist eine gute Idee. 50% Chance, jedes Rundenende. Dann kannst du mehr Karten rausbekommen. Und der Gegner muss eine Kreatur vernichten, die 0-4 hat. Das stimmt. Aber die Chance ist niemals 50%. Ja? Niemals. Never. Ja? Ich habe den, glaube ich, 20 Runden heraus gehabt. Und wenn es hochkommt, ja, habe ich 3 Karten gekriegt. Aber ist wurscht, wir probieren das weiter. Ich möchte das ja testen. Ich versteife mich nicht auf die 3-4 Spiele, die ich gemacht habe, sondern es wird wieder besser. Ned Peggle wird eingepackt. Ja? So. Dann haben wir gesagt, wir wollen Spell Damage Kreaturen. Ich glaube, ich habe sie jetzt gerade übersprungen. Da ist sie, mein Kobold Geomancer muss natürlich mit. Dann haben wir den Dalaran Mage mit Spell Damage plus 1. Wir haben. Wo bist du, mein Freund? Übrigens auch ziemlich geil. Gibt den Minions an seiner Seite jeweils plus 1 Spell Damage. Interessante Karte. Packe ich nur deswegen nicht ein, weil ich meistens meine Minions nicht so lange leben, ja. So, da haben wir den Ogre Mage, den wollte ich unbedingt haben. Ja, und dann hätten wir noch ein paar Legendaries. Genau, den Azu Drake für Card Draw. Der muss auch unbedingt mit. Und last but not least, ich glaube, sonst habe ich da eigentlich nichts mehr eingepackt. Nein, schaut nicht so aus. Last but not least natürlich Ragnaros und Maligos. Und ihr seht, jetzt haben wir 29 von 30 Karten. Das heißt, wir sind mit der Decoration soweit schon fast fertig. Und mich wundert, wo die eine Karte Mist ist. Ah ja, genau. Mirror Image habe ich immer eins mitgenommen, ja. Ein Mirror Image noch dazu. 0-2er Taunt-Kreatur, 2 an der Zahl. Sehr, sehr angenehm, nachdem es ein Spell ist, triggert es auch gleichzeitig den Mana Worm. Sehr, sehr praktischer Spell. So, das ist mein Mage-Deck. Ich glaube, es ist wirklich ziemlich 1 zu 1 mein Mage-Deck, das ich zurzeit habe. Mit ihm fahre ich recht gut. Ich bin im Moment im Master, in der Master League, also
das geht schon recht gut mit diesem Deck, das funktioniert. Ihr könnt es gerne dann nachbauen oder ausprobieren. Auf jeden Fall, so funktioniert die Deck Creation. Ja? Ihr stellt das Deck und meine Empfehlung ist, nehmt mal zu Beginn alle Spells mit, ihr könnt es nachher immer noch aussortieren. Wenn ich dann am Schluss drauf komme, hey, ich habe dann noch eine Legendary, die ich unbedingt mitnehmen möchte, oder ich habe dann noch eine gute Spell Damage Kreatur, die ich mitnehmen möchte, na, dann muss ich mich halt da vorne entscheiden, was nehme ich mitunter von den Spells auch wieder raus. Mit einem Klick, ja, ich führe das ganz kurz vor, zack, ist die eine Karte draußen oder zweimal draußen und ich kann sie auch wieder reinnehmen, das ist überhaupt kein Problem. So viel zur Deck Creation. Wir haben ein Mage Deck erstellt, ja. Dann schauen wir mal, ich zeige euch das ganz kurz. Ja, im Moment, juhu, One Star Master Medal, ja, ich bin im Master League Modus jetzt endlich wieder und habe noch immer drei Quests offen. Ich bin ein sehr, sehr fauler Spieler im Moment, bin ein bisschen WoW-lastig zur Zeit. Ja, jetzt wollt ihr natürlich wahrscheinlich wissen, wie komme ich an die Hearthstone Keys, ja, ich zeige euch das ganz kurz mal. Und zwar, wir werden ja, ich habe gesagt, wir haben 10 Hearthstone Keys und 5 davon für YouTube. Wir werden 3 auch auf Facebook verlosen, ja, oh, das hat man jetzt schlecht gesehen, diese 3, ja. 3 auch auf Facebook verlosen, auf unserem Facebook-Channel armin.gaming oder ihr sucht einfach nach abgaming, dann findet ihr ihn auch, ja. Da informieren wir euch immer über aktuelle Blogs, die wir schreiben, über Streams, wenn es online gehen, über YouTube-Videos von uns und so weiter. Ihr seht da einiges zu lesen, was es hier gibt, oder auch hin und wieder einfach mal ein lustiges Bild dazwischen. Und da wird in Kürze eine News sein, wo wir das Gewinnspiel ankündigen, über das wir bloggen werden und dieses YouTube-Video auch ankündigen werden. Und dieser Link, der dann hier sein wird, diese Nachricht müsst ihr bitte teilen, ja, sharen. Ihr dürft seid herzlich dazu eingeladen, auch zu kommentieren, auch auf Gefällt mir zu drücken und natürlich müsst ihr unbedingt auch Fan von AB Gaming sein, logischerweise, aber unbedingt bitte sharen, das ist das Co-Kriterium mit dem Fan von AB Gaming. Ja, dann könnt ihr einen von 3 Keys schon mal mitnehmen auf Facebook, ja. Dann kommen wir zu meinem Stream, ja. Das ist mein Streaming-Channel. Ihr kennt ihn ja schon, www.twitch.tv/gi-armin. Mein Streaming-Channel, wo wir unter anderem auch heute Abend, aber auch in den nächsten Tagen immer wieder ein bisschen Hearthstone streamen, aber auch World of Warcraft streamen werden. Und auf diesem Streaming-Channel werden wir 2 Hearthstone-Keys in den nächsten Tagen verlosen. Ich werde das auch am Streaming-Channel ankündigen und werde euch dort sagen, wie ihr denn gewinnen könnt. Ja, also unbedingt dabei sein. Dann könnt ihr einen von 2 Keys hier mitnehmen. Ja, dann haben wir natürlich noch unsere Homepage www.ab-gaming.de. Da wird das Ganze angekündigt werden, da wird es einen eigenen Blog dazu geben. Da bloggen wir halt wirklich über die verschiedensten Dinge. Ein toller FIFA-Spielzug übrigens, ihr müsst euch den anschauen, wirklich sensationell. Und natürlich haben wir auch einen eigenen Shop, AB Merchandise, ja, und da haben wir Banana, der sein müssen, ja, da haben wir unsere Banana-Shirts, jetzt auch schon mit Logo, Banana-Shirt, es gibt auch ein T-Shirt, dessen Bild gerade nicht da ist, aber das macht nichts, Longsleeves, Polster, alles mögliche gibt es mit Banana, ja, ganz viel Banana, ganz viel AB Gaming, also schaut vorbei, einfach wie gesagt hier draufklicken, AB Merchandise und ihr seid dann schon im Shop und könnt euch mal anschauen, was wir da so alles haben. Damit kommen wir zum essentiellen Part, nämlich YouTube. 5 Keys werden wir auf YouTube verlosen, die Frage ist, was müsst ihr tun? Nichts. Ja, klingt absurd, machen wir trotzdem. Ja? Ihr müsst schlichtweg einfach nur Abonnent sein und dann werdet ihr an den Gewinnspielen auch teilnehmen. Das heißt, diejenigen, die schon Abonnent sind, super, ihr nehmt an dem Gewinnspiel teil. Ja? 5 Keys werden hier auf YouTube verlost. Ich würde mich natürlich riesigst darüber freuen, wenn ihr ein bisschen kommentiert, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das Video irgendwo einbettet oder shared oder teilt, einfach ein bisschen Publicity auch rund um AB Gaming macht, würde mich super freuen. Ihr seht, wir haben da ganz, ganz viel jetzt zum Thema World of Warcraft, ein bisschen viel Hearthstone-Videos, ich glaube es sind schon an die 60 Hearthstone-Videos, die wir da drauf haben. Unser Vlog mit Sandra und mir, also wirklich ganz, ganz viel, was ihr auch auf YouTube entdecken könnt. Also, nochmal zusammengefasst, Facebook teilen 3 Keys, Stream schauen 2 Keys und last but not least YouTube 5 Keys. Das sind unsere 10 Keys, die wir verlosen werden, jetzt im Laufe der Tage. Bis wann werden wir diese Keys verlosen? Die Verlosung endet am Montag. Ja, oh, das ist meine Kamera, glaube ich, gerade unscharf worden. Macht nichts. Die Verlosung endet am Montag. Das heißt, Montag 24 Uhr ist Deadline. Danach werden wir verlosen, werden den Gewinnern am Dienstag die Keys zukommen lassen und die bitte bis Mittwoch schon registrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Vorgabe von Blizzard. Ja, also bitte bis Mittwoch dann auch die Keys dann schon einlösen. Wir werden das wie immer machen, dass wir ungefähr 24 Stunden danach die Keys auch öffentlich posten.
damit es hier zu keiner eBay-Querelen oder sonst irgendetwas kommt. Ja, also, wenn ihr auch bald diesen schönen Screen sehen wollt und ein bisschen Hearthstone zocken wollt, dann macht einen Gewinnspiel teil auf Facebook, auf Twitch TV oder eben auf YouTube. Einfach Abonnent sein, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und hoffe, dass wir uns jetzt in den nächsten Tagen natürlich am Abend wieder in meinem Twitch-Stream sehen. Wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und toi, 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 ich drücke euch die Daumen.